Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Oh, cool. Koopa Keep, habe ich schon wieder ganz vergessen. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has Och, the nee. Power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Wunderschön. Ich bin auch leicht erotisch angemacht davon. Sprich mit Cartman. Bevor wir mit Cartman reden, reden wir natürlich mit allen anderen. Das wisst ihr ja, wir sind sehr neugierig. Guten Tag, mein Freund Scott Malkinson ist auch so einer der unbeliebtesten hier. Wo die Kinder kein... es gibt die eine Folge, wo sie kein High School Musical schauen. Und dann spielen sie am Ende mit Rock, mit Malkinson, Scott Malkinson, weil keiner mehr mit ihnen spielen will. So, Rock of Insanity, was so viel heißt wie der Stein des Wahnsinns. Oh, tatsächlich. Okay, das war jetzt Zufall. So, Armory. Stark's Touch. Ja, ein bisschen Game of Thrones ist hier auch dabei. Hä? Ich bin doch noch da, Cartman. Was geht denn mit dir? Was haben wir hier? Der Zaubererstumpf, das klingt auch ein bisschen falsch. Manche sagen, wer das Geheimnis des Zauberstumpfs erkennt, ist Meister seines eigenen Schicksals. Mir war es gleich am ersten Tag klar. Warum sagst du nichts, Cartman? Muss ich alle selber vorlesen? Was ist denn hier los? Hier können wir ein bisschen üben. Ah, du hast den Ausbildungsbereich gefunden, wo unsere gewaltige Armee... Und tschüss. Ist ein bisschen buggy hier. Cartman, was los? Ich gehe nochmal schnell zu Scott. Der guckt immer so traurig. Hallo, Scott Malkinson. Er hat die Macht des Diabetes. Ja, gut, aber das auch mal getestet. Ich dachte, beim fünften Mal kommt was. Der Pool of Vision. Bei dem wir nichts machen können. Können wir nicht reinhüpfen? Eine Blume! Ja! Blumen für eine Prinzessin. Oh Gott, oh nein. Ich will die nicht Cartman, Kenny geben. Gib Kenny die Narzisse. Nein. Ich will nicht. Das wird bestimmt noch eine holde Maid vorbeikommen. Ich kletter hier mal hoch. Und dann schauen wir uns mal South Park an. Da hinten sehen wir auch den schönen Turm, wo der Asiate sich ja mal runterstürzt. Ja, ja, die Handelsfürsten sehe ich auch definitiv. Das ist der vom Shitty Fog. So, guck mal. Wahnsinn. Wahnsinn. Auch diese Quest haben wir erfüllt und wir stehen einfach mal in Kenny drin. Wir können auch durch ihn durchlaufen, wie es scheint. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber gut, dass auch gerade Untertitel dabei waren, weil ansonsten hätte ich Kenny auch einfach nicht verstanden. Natürlich. Dein Wunsch sei mir Befehl. So, Butters, du hast mir eine Nachricht geschickt. Die schaue ich mir gerade erstmal an. Warum schickst du mir Nachrichten, wo du doch da rumstehst, du Eumel? So, du hast drei neue Freunde. Yes. Aber keine guten. So, dein König verlangt seinen 10. Paladin. Komm für ein Gespräch zu mir. Ich soll mein ganzes Taschengeld spenden, weil das eine der Regeln für Paladine ist. Weiß jemand, wem ich das geben soll? Ach Mensch, der arme Butters, ey. Und unser Vater will immer noch, dass wir Freunde finden. Das wird er noch bereuen. Unsere Vergangenheit würde mich natürlich auch mal interessieren. Weil wir ja anscheinend die andere Stadt fluchtartig verlassen mussten. Huch. Bin manchmal von der Steuerung noch etwas überfordert. So, Cartman. Ah, nee, wir wollten erst zu Butters gehen. As Court Paladin, my job is to deliver the Wizard King's justice and his mail. As Court Paladin, naja, okay. Ich dachte, du sagst was anderes. Das war witzig. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Wir haben einen Namen. Wir haben einen Namen. Ist das nicht toll? Oh. Hallo? Ah. Ja, komm. Muss ja sein. Der Kanal heißt ja so. Guckt mal oben hin. Das muss doch so sein.
Du Arsch. Alter, nein. Are you sure you want to keep the name Douchebag? Nein. Very well, Douchebag. You will now choose a class. Wie geil. Or Jew. Oh, wie gemein. A mage is like a wizard, only not as cool. Na, boah, sieht aber schon ein bisschen schwul aus. Kämpfer. Magier. Die. Oder Jude. Ich erinnere mich an fast gar nichts mehr, aber ich finde, Jude ist auf jeden Fall eine schöne Klasse. Die sollte man eigentlich mal spielen. Sollen wir den Juden nehmen? Ich weiß nicht. Ist vielleicht ein bisschen politisch inkorrekt. Aber eigentlich ja witzig. Ich meine, Cartman ist halt so. So, wir können ja nochmal schauen. Der Dieb. Ja. Ja, das sind halt so die normalen Sachen. Ich nehme jetzt mal den Juden. Ja. Er ist bestimmt witzig. Now please go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. So, wir gehen mal. Ach du Scheiße. Wie wir jetzt aussehen. Ich will das Aussehen wieder ändern. Heilige Jamulke, oh Gott. Eine heilige Schädelmütze. Heilige Robe haben wir und den heiligen Ring. Ein heiliges Artefakt, das zeigt, dass du ein echter Mensch bist. Das ist ja schön. Dann gesegnete Robe gefüllt mit einer heiligen Macht und eine heilige Schädelmütze. Ist ja wunderschön. Ich hoffe, damit gehen jetzt alle konform. Ich kenne das halt jetzt schon aus zwei verschiedenen Perspektiven, das Spiel. Auch wenn ich es mir damals 2014 angeschaut habe. Also es ist schon 2 Jahre her. Aber ich habe es noch nie als Jude durchgespielt gesehen. Und ich bin absolut ein weltoffener Mensch. Religionen sind mir persönlich ziemlich wurscht. Jeder kann glauben, was er will. Ja, ich bin doch gerade am Quatschen, Mensch. Also jeder kann glauben, an was er will. Für mich ist Religion nichts wirklich Wichtiges. Ich kann auch nicht glauben, von daher bin ich da ganz offen. Jeder kann machen, was er will, solange er den anderen in Ruhe lässt damit. Wir schauen mal bei dem guten Kumpel hier vorbei. Ja, hol deine Waren raus. Nö. So, ich würde mal nach einer Waffe schauen. Ach Gott. Wir können uns eh noch nicht so viel leisten. Wir können uns den Judenstab leisten. Nehmen wir mal den Judenstab. Was haben wir denn an Verbrauchsgütern? Ich glaube, da brauchen wir erstmal nichts. Ausrüstung ist sowieso nur Level 4. Ja, das ist auch alles noch gesperrt für uns. Waffenaufsätze. Blitzsticker. Fügt bei perfekten Angriffen 10 Schockschaden hinzu. Du hast deine erste Waffe gekauft und jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Der Judenstab. Den legen wir doch direkt mal an. Schaut ihn euch an. Ist er nicht wunderschön? Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. Okay, ich bin bereit. Der erste Kampf mit unserem Judenstab. Okay, was soll ich machen? That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. Alright, bash Clyde's face in. Don't be shy. Okay, was? Was? Okay. Benutze. Hallo, ich war doch noch gar nicht fertig. Come on, fight! Wenn deine Waffe blinkt, drücke. Drücke Arm anzugreifen, okay. Was? Okay. Ich hab doch gedrückt. So, wenn deine Waffe blinkt, drücke A, um anzugreifen. Muss ich es gedrückt halten? Ah. Ah, okay. Das war zu spät. Okay. Ich probiere das nochmal. Alright, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. So, drücke X für einen Machtangriff.
Okay, ich versuche es. Ah, das geht aber nur einmal. Fucking nice, bro. Exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bow. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bow. Okay, ich schütze meine Eier. Tippe A, wenn die Anzeige zum Blocken siehst. Okay. Oh. Ja, das hat ja prima funktioniert. Ja, sorry. This does double damage. Yes, that's what I'm talking about. Dude, you're already way better than Clyde. Ja, und das beim zweiten Versuch. Blocken reduziert, einigen aber nicht den gesamten Schaden eines Angriffes. Okay. It's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name, then you're fucking dead, Clyde. Fucking asshole. I'm the king, and I say it's PP. Use your Jew ability to make Clyde pay for insulting the king. Okay, ich nutze meine Macht. Hier können wir also immer wechseln. Fähigkeiten. Davids Schleuder wirft den ersten Stein auf einen Feind. Bewirkt bei perfekter Durchführung mehr Schaden, kann bei falscher Durchführung aber zur Selbstverletzung führen. Na super. Okay. Davids Schleuder. Oh. Way to wipe that smile off his stupid face, douchebag. Now do it one more time. Finish him. What? I was going easy. Take this. Ha! Ah, fuck! Das hat zweimal angegriffen. Verdammt. Egal, komm, wir nutzen nochmal unsere Fähigkeiten. Auf die Fresse, Mann. Und gesiegt! Dude, that was awesome! You were all like, beam! And Clyde was all like, nah, nah. Okay. You prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see the relic. Normalerweise folge ich keinen Leuten, die mir ihr Relikt im Zelt zeigen wollen, aber Cartman können wir bestimmt vertrauen. Ich werde keine Folgenpäuschen machen, sondern ich schneide das dann später, so wie in den guten alten Zeiten von YouTube, als einfach noch so geschnitten wurde und sich nicht jeder nach jeder Folge verabschiedet hat, beziehungsweise wieder begrüßt wurde. Also nicht wundern, mal schauen, was Butters zu sagen hat. Ja, das weiß ich doch. Und jetzt natürlich ganz wichtig, was sagt Prinzessin Kenny dazu? Wieso müssen wir eigentlich Saftsack heißen? Wieso heißen wir Douchebag? Ich möchte nicht Douchebag heißen. Ich möchte Vasi heißen. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. Da muss der kurz nachquatschen. Just 2 days ago we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the stick of truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! Someone has sounded the alarm! Alarm! What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive position! Können wir den Stab mitnehmen? Mitnehmen. Verdammt. Verteidige den Stab der Wahrheit. Ja, ich komme gleich. Ich will mich hier nur noch schnell umschauen. Vielleicht liegt hier irgendwo was rum, was wir gebrauchen können. Es liegt hier gar nichts rum. Und hier hinten ist auf jeden Fall schon mal ein Plan. Und vor allem der schöne Game of Thrones hier. Sehr schön gemacht. Ja, ich bin doch schon da, Cartman. Jetzt halt doch mal die Fresse. Hallo? Ja. Achso. Einfach rausgehen. Okay, ich dachte, ich müsste drücken. Guard the stick of truth while we defend the fortress. Aye. We're not playing pirates, Clyde. This is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs. Oh, you want some of that? Ich kämpfe. Was? Butters, you're losing. Stop losing. But I don't want to make them feel bad. Okay, komm, ich kämpfe. Ich habe alles schon wieder vergessen. Do it, douchebag. Kick these elves' asses. Oh, direkt mal gegen zwei. Verdammt. Warum hilft uns denn nicht? Okay, wir sollen was zu schnabulieren nehmen. Gesundheitstrank, wir haben ja schon einen. Ja, den nehmen wir. Okay, du kannst in jeder Runde erst einen Gegenstand verwenden und dann angreifen. Sobald du angreifst, ist die Runde für dich vorbei. Verwende also zuerst einen Gegenstand. Okay.
This guy's fast, douchebag. Try to block all his attacks. In your face. Okay, if you block all the attacks, you get a counterattack. Look at your enemy on the ground. Weak and helpless. Kick the shit out of him. Noch einen schönen Stock in den Arsch gehauen. Okay, dürfen wir jetzt attackieren? Ja, wir nehmen natürlich den Judenstab und attackieren. Der ist schon ziemlich am Boden. Gut, der ist aber eh nicht stark. Wir nehmen mal eine normale Attacke. Oh, das hat aber nicht... Ah doch, den haben wir fertig. Yes! Direkt mal hier gekontert. Nee, komm, wir brauchen keine Machtattacke. Den hauen wir da so weg. Und tschüss. Perfekt. Elfischer Verteidiger. Das wäre vielleicht einer für Schalke.